Geisterweihnacht fahren wir jetzt zu. Ach ne, hier steht der Meisterweihnacht, was für ein Pech. So, National A, Rennen 1 bei Meisterweihnacht. Und zwar nicht mit dem Wagen, das ist noch der von gestern. Wir nehmen mal, was ist Maximum? 450 oder weniger, dann nehmen wir mal so um die 400. Schauen wir mal, was wir da so haben. Ach ne, Moment. Muss die Sortierung natürlich umkehren. Um die 400. Da sieht man einige noch nicht getunte Wagen. Beziehungsweise alle Wagen sind noch nicht getunt. Also da wird mir jetzt keiner einfallen, den ich schon mal irgendwie... Nö. Dann fahren wir doch mal den Standard 86 GT. Meister bei Nacht. Rennen 1. Müsste die Strecke sein, die wir gestern auch gefahren sind. Also das gleiche Layout. Ich hoffe, das konnte ich mir merken, denn ich nehme jetzt doch gerade zwei Folgen am Stück auf. Obwohl ich bei der letzten Aufnahme jetzt nicht so gut gefahren bin, wie ich mal selbstkritisch bemerken möchte. So einstellen dürfen wir hier natürlich nichts bei dem Wagen, wir haben ja nichts eingebaut. Aber weiche Sportreifen hätte ich dann schon gerne. So, in erster Linie mache ich das, um jetzt hier nochmal ein paar Sterne zu sammeln. Im Idealfall 9 Sterne, weil 3x3 sind 9. Und dann können wir uns am morgigen Tage in die internationalen B-Lizenzen stürzen. Mache ich heute diese Folge noch fertig und morgen kann ich dann nochmal zwei aufnehmen. Und dann haben wir die Woche wieder überstanden. Also ich. So, das finde ich schon mal wesentlich spannender. Hier beim ersten nicht so vorbeiziehen, sondern wirklich ganz gemütlich vorbeigegangen. So, ich habe doch auch eine Taste, wo ich Licht drauf habe. Jetzt weiß ich schon wieder die Tasten nicht. Ich muss mir die unbedingt mal beschriften. Ich habe jetzt auch ABS an, ne? So, verteilen wir die Bremsen eben neu, machen ABS mal aus. Einfach mal zum Testen. Interessanterweise ist der Wagen auch wesentlich leiser als der Elise der letzten Folge. Aber das passt irgendwie zum nächtlichen Setting. Wir wollen ja nicht die Anwohner aufwecken. Außenrum vorbei. Ah, schön auch im Hintergrund da die Leuchten der entfernten Stadt. Denke ich mal, soll das darstellen. Und so ein bisschen Sonnenuntergang natürlich auch. So. Sechster Platz nach erster Runde, 8 Sekunden Rückstand ist eigentlich okay, ne? Kann man mit leben. Ja, so ein bisschen von der Strecke abkommen kann man mit leben, oder? Das war natürlich jetzt Pech. Ich wollte extra einmal bis auf das Grasfeld weiter durchrollen, damit die mich nicht rammen. Tja. Hat nicht so geklappt. Oh, jetzt werden wir auch noch von Jefferson überholt. Wieso blitzt es in den Boxen denn so? Immer diese Fotografen.
Nee, sind wahrscheinlich ein paar kleinere Bugs. Bugs. So, jetzt geben wir ein bisschen Gas. Das fühlt sich immer komisch an, in so langsamen Wagen mal ein bisschen Gas zu geben. Weil im Endeffekt gibst du fast die ganze Zeit Vollgas. Ist ja nicht so wie bei einem, was weiß ich, wenn du mit einem R18 langfahren würdest, das ist natürlich nicht die ganze Zeit Vollgas. Aber hier, ich bremse einmal kurz, verpasst den Scheitelpunkt und geht dann wieder Vollgas. Da vorne gebe ich euch auch Vollgas. Außenrum, schon wieder in der gleichen Kurve. Haha. Ja, ist ja nicht mein Wagen, den habe ich mir von meinem Auftraggeber geleast oder so. Das wäre halt cool, wenn man wirklich, also ich weiß halt, man kann den Wagen, Moment, ja okay, sieht man natürlich jetzt nicht groß, wie der dreckig ist, aber es gibt ja jetzt die Möglichkeit, den Wagen zu waschen. Die Möglichkeit gab es ja auch in Gran Turismo 5 schon, bloß da hat sie gar nichts gebracht. Und hier sehe ich den Sinn dahinter auch irgendwie noch nicht so ganz. Ach komm, gleiche Kurve wie gerade eben. Angeblich soll es hier mehr Sinn ergeben, einen Wagen zu waschen. Also ist mir noch nicht aufgefallen, dass irgendein Wagen, den ich vorher kaputt gedellt habe, dass der dann irgendwie nach dem Waschen wieder glänzt. Noch besser wäre natürlich, wenn man den Wagen dann wirklich reparieren lassen müsste. Von mir ist auch ohne äußerlich sichtbares Schadensmodell, dass man dann wirklich sagt, ah, guck mal hier, dein Wagen hat während deiner letzten drei Abflüge von der Strecke Schaden an dem und dem Teil genommen und muss deswegen für 15.000 repariert werden. Gerade in den kleineren Serien, so Anfänger- und B-Klasse, sind 15.000 ja schon nicht so wenig, wenn man nicht gerade Saisonveranstaltungen fährt. Außenrum. Easy. Und jetzt schön untertourig fahren, Spritfahren. Na? Sie trauen sich nicht. Sie trauen sich nicht. Wieso fahre ich eigentlich in der Ansicht? Fällt mir gerade erst auf. So ist besser. Ich hoffe, ich schalte gleich auch die A-Kaffeefahrten frei. Und dann hoffe ich, dass in der A-Kaffeefahrt auch wieder eine schöne Spritsparsache drin ist. Ja, das war natürlich auch toll. Öko-Herausforderung. Finde ich cool. Sowas würde ich mir zum Beispiel wünschen. Wieso geht das nicht online? Ja, dass man wirklich sagt, hey, guck mal hier. Du startest mit so und so viel Sprit im Tank und guck, ob du das Rennen beenden kannst. Das wäre richtig cool. Ich würde da zwar richtig versagen, weil gerade bei den Formula GT-Rennen im GT5 hat sich dann doch gezeigt, ich bin einer, der verbraucht sehr viel Sprit und Reifen. Ja? Traut er sich? Ich lasse mal die Innenbahn. Er traut sich.
Und jetzt bremse ich aber einfach mal früh genug. Scheiße, sagte er und fuhr auf dem Gras. Na? Oh, und da gab es gerade eben nochmal einen Positionswechsel, nachdem Castillo Esteban überholt hatte, jetzt gerade eben nochmal zurück überholt. Meine Fresse, diese Spannung, das ist ja unglaublich. Vor allem gehen diese drei Runden auf der Strecke auch immer so 8 Minuten, was schon ziemlich lang ist, ja. Also ich dachte eigentlich, ja, ich weiß nicht, 3 Runden ist irgendwie ein bisschen kurz, so 3x3 Runden. Aber es ist dann doch ziemlich lang. So, Willow Springs. Die Strecke, die ich nicht mag. Meine Fresse, das noch bei Nacht. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da muss ich mir die Strecke aber nochmal gut merken. Gerade meine Lieblingskurve vor Startziel. Das tötet mich sonst. So, dass ich das gemerkt? Nein, hat er natürlich nicht. Aber war ja irgendwie klar, dass er sich das nicht merkt, habe ich ja im Rennen gestillt. Die Strecke ist eigentlich gar nicht so schwer. Aber das Blöde ist, dann sieht dann auch noch diese Erde oder ist das Sand oder keine Ahnung, was es ist, daneben der Strecke. Das sieht dann auch noch so dunkel aus wie die Strecke und dann siehst du erst sehr spät, wo die Strecke aufhört. Und da kannst du oft nicht mehr gegenlenken. Hier ist ja noch klar, hier bleibst du einfach so ungefähr. Hier kannst du außen vorbei und dann direkt komplett reinziehen. Genau so. So, jetzt kommt die sehr enge Rechtskurve. Jupp, die haben wir und da überholen wir gleich einen. Oder? Ne, den kriegen wir nicht. Aber wenn der so krass bremst, dann kann ich da auch nichts für, dass wir ihm hinten reinfahren. Oh. Hier siehst du ja gar nichts mehr. What the fuck, wo geht's so lang? Ich halte mich einfach mal komplett innen. So, jetzt kommt gleich der Rechtsknick. Ich glaube hier. Ha, auf der Strecke geblieben. Man muss ja dazu sagen, die Strecke ist wirklich breit, ja. Also gerade mit so langsamen Autos, da kann man ganz gut noch reagieren. Komm, fahr vorne weg, ich möchte deine Rücklichter sehen. Da vorne ist niemand mehr. Guck mal, mit den langsamen Autos kannst du hier sogar einfach Vollgas durchfahren, einfach einlenken. Dann passt das. Gut, man einfach hingucken muss, das ist unglaublich. Oh, und Führung.
Das könnte jetzt die schwierigste Runde werden. Ich habe ja keine Lichter mehr vor mir. Gar keine Lichter. Wie der eiskalt jetzt von hinten kommt und mich überholen will. Die ganze Zeit schön hinter mir bleiben, damit ich ihm den Weg da schön erleuchte und dann kommt er an. Ah, aber nicht mit mir. Sieg! Und das auf meiner neuen Lieblingsstrecke, bei Nacht. Aber gerade solche Rennen, wo du eine Strecke, die du nicht magst und kaum kennst, bei Nacht fährst, ja? Ohne Fahrlinie oder so. Das sind die Rennen, die dir richtig viel beibringen. Das sind die Rennen, wo du genau hinguckst. Wo du dir den Streckenverlauf einprägst, solange es noch hell ist. Oder solange noch jemand vor dir fährt. Wunderbar, das war Rennen Nummer 2. Rennen Nummer 3 folgt sofort. Matterhorn. Krönender Abschluss. Das wird, denke ich mal, wenn da keine Beleuchtung ist, noch am schwierigsten. Mann, immer die gleiche Hintergrundmusik. Und immer wieder höre ich einfach nur zu, weil, ich weiß nicht, irgendwie zieht mich das in den Bann. Hat er sich diesmal die Sachen gemerkt? Ja. Schön. Aber ich glaube, die Strecke ist nämlich auch nicht beleuchtet. Und das ist nochmal schwieriger. Weil die Strecke halt sehr eng ist. Und ich kenne die auch nicht so gut. Natürlich denke ich jetzt schon die letzten paar Sekunden über den Streckenverlauf nach. Das ist ja klar. Und los. Erste Kurvenkombination hier ist klar. Das geht rechts, das geht links, das geht hoch und dann geht es wieder rechts weiter hoch. So, jetzt kommt die erste Kurve, an der ich auch so schon gerne mal verkacke. Hier, man sieht die nächste Kurve nicht, dann muss man anbremsen, schneller fahren, nochmal bremsen. Und ich habe die Kurve trotzdem wieder verpasst. Und da wird es dunkel. Im Hintergrund die Berge, hinter denen die Sonne verschwindet. Ich lenke natürlich ein bisschen zu blöd ein, weil ich so auf die Berge gestarrt habe. So. Ah, wunderbar vorgezogen. Hier können wir richtig unsere Power ausspielen. Ja, kürzen wir ein bisschen ab. Warum denn nicht? Ich meine, im Endeffekt kostet uns das eh nur Zeit, weil ich die Kontrolle verliere und kaboom. Denkt dran, sowas macht man nicht online. Sowas würde ich auch nicht online tun. Oh, wie gut das aussieht da im Hintergrund. Und ich habe schon wieder in den Hintergrund geguckt. Konzentriere dich auf die Strecke. Wow, wie der auf einmal da langsamer wird. Der ist auch nicht der schnellste. Ha, in der engen Kurvenkombination außen vorbei.
Und ab auf Startziel. Da war die Kurve und da ist die Gerade. Hat er da vorne jetzt gerade eben erst ein Licht angemacht? Kann das sein? Sah gerade so aus. Dritter Gang. Vollgas. 11 Sekunden Rückstand. So, hier ist noch cool. Hier ist auch noch okay. Kann man auch genau sehen. Der fährt ja eh neben mir. Und doppelte Beleuchtung. Guck mal, die Kurve ist sogar beleuchtet hier. Ist ja nett. Und trotzdem verpasse ich sie wieder. Mann. So, jetzt gleich geht's rechts, links. Da geht's links. Jetzt darf ich keinen Fehler mehr machen. Sagte er und verkackt. Dammit. Auch hier noch mal eben kurz ein bisschen abkürzen, damit ich die bessere Linie habe. So, ich habe es mit meinem Freund ABS eingemacht und dann werden wir mal ein bisschen das Feld von hinten aufräumen. Da sind sie gerade in der Kurve. Haben auf jeden Fall schon gewartet auf mich. Ja, 5 Sekunden bei vormals so 12. Kann ich mir schlecht selbst erfahren haben. So, ab jetzt. Da sind die beiden, die kriegen wir. Zieh dran, komm. Jetzt kommt die Kurve, die darf ich diesmal nicht verpassen. Und jetzt innen vorbei, eiskalt. Oh, das war der 5. Gang. Das sollte natürlich nicht passieren. So, da ist der 1. Platz zurecht und verdient. Nee, nicht wirklich. Die haben uns vorbeigelassen. Die Kurve ist auch relativ tricky, weil sie halt nicht so eine ebene, du kannst anbremsen und hast einen Grip zum Lenken Kurve ist. Sondern es ist so, ha, du kannst anbremsen und sobald du einlenken willst, haben wir da so ein paar Unebenheiten in der Fläche, sodass du nicht richtig einlenken kannst, sondern ein bisschen weiter geradeaus fliegst. Nein! Dummheit! Scheiße, gib Gas! Warum beschleunigt der so langsam? Gib Gas! Scheiße! Kriege ich nicht mehr. Scheiße! Nein! Dammit! Boah, so blöd. Ich habe auch keinen Bock, das nochmal zu fahren. Mache ich auch jetzt nicht. Ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock zu. 3. Platz. Ich bin so gut. Aber es dürfte gereicht haben, damit wir uns die Lizenzen freischalten. Das tut mir jetzt echt leid. Ah, Mann. Ich sag euch, das ist die Unterforderung. Yeah.
Wunderbar. Dann wird uns jetzt wohl die Lizenz geunlockt, wie man so schön auf Englisch sagt. Gucken wir uns mal eben an. Internationale B-Lizenz. Die werden wir dann vielleicht morgen, vielleicht übermorgen machen. Dann haben wir noch diese wunderschönen neuen Markenrennen. 1er BMW, Civic und Roadster. Und diese wunderschöne Kaffeepause, in der hoffentlich auch eine Öko-Herausforderung ist. Leider nein. Leider nein. Schade. Nun gut, diese spannenderen Sachen, die seht ihr dann ab morgen. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.